So und hallo, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Viertel nach haben wir gesagt, auf Inkas Wunsch. Ja, weil wir sind jetzt parallel zum Tatort oder dem Polizeiruf oder whatever. Sind auch direkt weniger Leute geworden. Das ist ja keine Konkurrenz. Was? Direkt weniger Leute? Gut, dass ich keinen Überblick habe bei Chatty. Könnte ich ja gar nicht ertragen. Ja. Hornhechte. Ich habe euch Hornhechte mitgebracht. Ja, warte mal, dann mache ich erstmal kurz das Zeigen an. Hier haben wir ein Fiteo. Ein Fiteo. Ja, weil es ist nämlich so. Ja. Den Hornhecht. Du siehst den Hornhecht. Ja, Mann, da. Ich sehe den Hornhecht auch. Das Hornhechte, also so zur kleinen Einführung. Das Geilste, was ich rausgefunden habe, ist, Hornhechte wurden in der DDR auch Arbeiteraal genannt. Es geht also jetzt um den Arbeiteraal. Ja. Okay. Ja, das ist geil, oder? Arbeiteraal. Muss man auch mal drauf kommen, auf diesen Namen. Das sind auf jeden Fall Viecher in der Ostsee, also Fischis. Und die sind mal mehr und mal weniger sympathisch. Die werden gerne von Menschen geangelt, die dann stundenlang im flachen Wasser rumstehen in Warthosen und mega chillen. Und die Hornhechte chillen da auch, weil die nämlich in dem flachen Wasser sind, weil sie laichen wollen. Und wie die aussehen und so. André, was ist das für ein kritischer Blick? Ich hatte einen furchtbar schlechten Wortwitz mit Leichen, weil du eben Tatort gesagt hast. Aber ich habe mich dagegen entschieden, etwas zu sagen. Und jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Doch. Was? Nee, aber das war's schon. Tatort, Leichen. Ja, wenn wir parallel zum Tatort sind, müssen wir ja auch mit Leichen arbeiten, oder nicht? Sonst ist ja, bleibt ja keiner. So. Nun gut. Ich habe zur Einführung, damit ihr wisst, wie die aussehen, einen wirklich guten Anglerfilm rausgesucht. Soll ich den mal auf stumm schalten? Ja, mach das mal. Stumm ist immer gut. Das wissen wir ja, seit wir letztens rausgefiltert worden sind. So, steht man dann in der Ostsee, im Brackwasser, und dann kann man so einen Hornhecht sich da angeln. Seht ihr, wie schön die sind? Da in diesem Video werden ganz viele Arten, wie man so einen Hornhecht fangen kann, auch dargelegt. Und die sind sehr schlank, offensichtlich. Ja. Sie haben einen Unterbiss, tragen aber keine Spange. Und je jünger sind, desto mehr Unterbiss. Allerdings erst ab einem gewissen Alter, weil sie erst dann diesen Unterbiss ausbilden. Wenn sie noch jung sind, dann haben sie das nicht, weil sie noch nicht so einen langen Schnabel haben. Da werden dann Köder erklärt. Ich wollte euch eigentlich nur das Videomaterial zeigen, wie die da rumschwimmen. Okay. Ich bin jetzt Profi in Angeltheorie. Das da ist ein nicht so guter Angelköder, weil... Also die wohnen in der oberen Schicht oder die sind anzutreffen erstmal so von April bis Juni, also zur Zeit der Rapsblüte. Und laichen im Brackwasser und heften ihre Eier an Unterwasserpflanzen, also zum Beispiel an Seegras und Steinen und so. Mhm. Und leben sowieso als Schwarmfisch, das sind sehr soziale Tiere, im oberen Wasserbereich. Und wenn man jetzt so einen Angelköder da benutzt, also es ist gar kein Köder, es ist irgendein Schwimmer, ich kenne mich null aus mit Angeln. Ne? Also ihr könnt mich gerne berichtigen. Das schaut aus wie ein Schwimmer. Das ja, genau. Aus wie ein Köder. Mhm. Ja, und dieser Schwimmer da, der hat aber außen, also Armaturen dran, an den Pinökeln da. Das kann sich natürlich im Seegras verfangen und dann kann die Leine reißen und keine Ahnung was. Oh, BHB grüßt aus Bremen. BBHB, BB. Baden-Baden, Hansestadt Bremen, 1982. Ja, man angelt die also, wenn sie zum Laichen ins Brackwasser der Ostsee kommen. Ich habe ein paar Paper zu denen gefunden, die ich natürlich mit euch teilen möchte.
Es ist nicht so viel Forschung zum Hornhecht da, weil es ist, der wird zwar von Privatanglern geangelt, aber nicht so richtig groß kommerziell. Der ist parallel zur Makrele in der Ostsee und hat auch die ähnlichen Migrationsrouten wie die Makrele. Aber ich habe in so einem Euro-Angelbericht nicht extrem große Mengen von aus dem Meer gefischten Hornhechten. Der Link funktionierte bei André nicht. Ich kann Ja. euch mal sagen, ich habe das hier irgendwo rausgeschrieben, natürlich, ganz ordentlich und finde es selbstverständlich nicht. Ach so, hier. Im baltischen Bereich sind es jährlich ein paar hundert Tonnen, je nachdem, in welchem Jahr man guckt. Ist im Vergleich zu anderen Fischen nicht so Wahnsinn. André, kannst du mal auf dem Link li rechts neben dem Video gucken, was du da als nächstes aufhast? Ah ja, das ist aus Helgoland. Ich möchte euch ein paar Fun Facts liefern. Da hat man versucht, Hornhechte zu züchten. Das ist schon ein bisschen älteres Paper von 1970. Und ich finde es deshalb sehr schön, weil es zeigt, wie die Larvenentwicklung funktioniert und wie die sich verhalten, wenn sie unter Versuchsbedingungen gehalten werden. Die haben nämlich, das sind Ovovivipar, nein, Vivipar, scheiße, ich muss gleich nochmal nachgucken. Die haben auf jeden Fall einen Dottersack. Okay. Also Ovovivipar ist, wenn die Eier im Bauch quasi ausgebrütet Ja, werden nee, die und sind dann, nee, rede weiter, Entschuldigung. Doch, bin ich richtig? Ja, Ovopar ist im Ei, Vivipar ist ohne Ei und Lebendgebären. Ovovivipar ist lebendgebärend im Ei, wo die Eihülle platzt bei der Geburt. Genau, oder im Bauch, ja, genau. Ja. Genau. Und die Dottersacklarven sind die Variante, wo sie geboren werden und den Dottersack noch draußen am Fisch dran haben. Und deswegen werden die da, Belone ist der wissenschaftliche Name für den Hornhecht, werden die hier in der wundervollen Igelstellung gezeigt. Im Oberflächenwasser sind die auch. Und das ist ganz interessant in diesen Versuchsanordnungen gewesen, weil die diese Igelstellung, man weiß nicht so genau, warum die das machen. Es gibt noch andere Fischarten, die das auch machen, aber zumindest in den 70er Jahren und ich habe nicht weiter nachge, also ich habe ja sowieso etwa 10.000 Paper gelesen und ich hatte dann keinen Bock, diesem Link noch weiter zu. Inga, Ja? kurze Frage, was bedeutet Igelstellung? Dass die sich, wie siehst du da, wie die so im Kreis stehen und mit dem Hm? Schwanz zusammengehen und wie so ein spitzer Ball sich Okay. zusammenrotten. Das ist Okay. die Igelstellung. Und das machen die entweder so in kleinen Kreisen, wo sie mit den Schwanzspitzen zusammengehen, und aber auch in größeren Ballen. Und dann gibt es manchmal so mehrere Igel, so wie Igelbälle sozusagen nebeneinander und dann verschmelzen die mal zu dem größeren Igelball. Und Aber das machen die aber nur in der ersten Lebensphase. das heißt, sie sind Rücken an Rücken und alle können gucken. Alle können gucken, was so los ist, genau. Ja, das ist doch schlau. In alle Richtungen. Ja, wenn die da auch sich gegenseitig Bescheid sagen, so, ey, rechts von dir ist irgendwie Scheiß, komm, wir müssen mal ausweichen oder so, dann ist das ganz gut, ja. Das fand ich ganz schön, dass es diese Igelstellung überhaupt gibt. Hier ist, glaube ich, noch mal deutlicher, ne? Ja, und die sind, da siehst du auch, man kann die auch dazu antreiben, dann im Kreis zu schwimmen. Das ist so eine Versuchsanordnung gewesen, wo in der Mitte irgendwie kein Wasser ist und dann so ringförmig ist das Schwimmbecken da in der Helgoländer Anstalt gewesen. Und da hat man dann mit Licht und mit Strömung diese Igelstellung aufgeweicht und ein anderes Verhalten erzeugen können. Sie haben dabei herausgefunden, solange die kleinen Babys einen Dottersack dabei haben, sind sie alle chill. Wenn sie dann anfangen, normales Futter zu fressen, sind sie mega gut darin, Futter zu fressen. Viel besser als andere Kleinstfische. Die haben so eine Trefferquote und Schnapperfolg von fast 100%. Das ist bei Babyfischen nicht so normal. Das Problem dabei ist, Problem in Anführungsstrichen, dass sie zu Kannibalismus neigen. Und dementsprechend haben sie auch 100% Schnapperfolg zum Nebenfisch sozusagen. Und entweder Okay. sterben die dann, weil sie vom Nebenfisch gefressen werden oder an den Bisswunden.
Aber nicht alle natürlich. Also eine ausreichende Menge überlebt. Soll ich hier noch weiter Dann? runterscrollen Nee, oder? das ist da so spannender wird es nicht. Ach du, du kannst noch Deformationen von Maulstellungen, siehst du da, ja. Da Nee, sieht man die. spannender wird's nicht. Naja, gut. Also das da sind Schnabeldeformationen, aber man Aber kann die. ganz deutlich den Unterbiss Ich erkennen. wollte gerade sagen, ja, aber sind das jetzt gerade Erwachsene oder Nee, das sind Babys? die Kleinen. Das geht da immer noch um die Babys. Aber hattest du nicht vorhin gesagt, die haben noch gar keinen Schnabel als Babys? Ja, das sind die sind da ja schon 12 mm oder so lang. Ganz, ganz am Anfang noch nicht, aber dann. Dann, okay. Da siehst du bei dem Obersten jetzt, da haben die den Schnabel noch nicht so lang, zumindest. Ja, abgewetzte, abgebrochene Kiefer, leichte Verletzung im Unterkiefer, alles eine Fa Fa so ein Fall für einen Orthopäden im Prinzip. Ja, das hier sind alles abgebrochene Schnäbel. Kieferchirurgen. Ja. Da müsste man chirurgisch eingreifen. Die wachsen relativ zügig. Je wärmer, je schneller. Und zwar, ich habe mal in einem anderen Paper gelesen, bei 12 Grad, also das ist jetzt nicht das Wachstum, sondern der Schlupf. Bei 12 Grad Wassertemperatur brauchen die 49 Tage bis zum Schlupf. Bei 15 Grad, also 3 Grad mehr, nee, 49 Tage bis zum Schlupf. Bei 15 Grad nur noch 29. Also 3 Grad mehr macht 20 Tage weniger bis zum Schlupf. Bei 21 Grad dann nur noch 17 Tage bis zum Schlupf. Also es geht relativ schnell. Schlupf klingt so wie Ja, Schlumpf, Schlupf ey. klingt so Ein Schlupf, lustig. Schlupf. Ja. Schlupf. Und von Schlupf auf 22 mm geht in 13 Tagen bei 18 Grad Wassertemperatur. Not bad, I would say. Die werden bis zu 1 Meter lang in etwa. Okay. So. Und sind ab 2 Jahre geschlechtsreif. Ja. So viel dazu. Und die können bis zu 2,5 oder 3,5, zwischen 2,5 und 3,5 Kilometer pro Tag schwimmen. Wenn ich mir jetzt mal überlege, so Übersprungsgedanke, wenn die da im Kreis geschwommen sind, dann müssen die ganz schön viele Runden geschwommen sein als Larve. Ne? Wenn sie nicht in der Igelstellung verharrt sind. So eine Drill Machine. Naja. Die fressen, übrigens, die fressen auch Sachen. Die fressen zum Ich dachte, Beispiel, die fressen sich selber. wenn sie nicht sich selber fressen, ja, wenn sie So ein sich. Perpetuum mobile, Hornhechte fressen sich nur selber. Das ist eine sich selbst regenerierende, ja, genau. Und genau, nein, sie fressen Sandaale, junge Heringe, Garnelen, Krebstierchen, Sprotten, Stichlinge und Insekten. Denn die springen auch. Jumping Fish, könnte man sagen. Also keine richtigen fliegenden Fische, aber springende Fische sind es. Und zum Thema Klimaerwärmung, es gibt ein aktuelles Paper. Kannst du mal ein weiter rechts gehen in deiner, genau, Northern Baltic Range, ganz genau. Guck mal, das ist von 21, gar nicht so alt. Da haben sich die Finnen mal gedacht, wir gucken uns mal an, wie es bei uns aussieht, im Meer, also in der Ostsee, weil die nämlich hauptsächlich, die gibt es auch in der Nordsee, aber in dem Fall ging es in der Forschung um die finnischen Laichgründe, die erst seit neuestem wegen der Klimaerwärmung dort bestehen. In den 90ern hat man keine Laichgründe vor Finnland gefunden. Okay. Okay. Ja, und die wandern von der Nordsee in die Ostsee und halten sich dann eben von April bis Juni in küstennahen Gewässern auf und mögen es warm, weil sie durch die Temperatur dann auch sich schnell entwickeln vom Schlupf. Bis zum Jungtier. Der Aber, der Aal. Das war's mit dem Paper. Ja, da ging es mir vor allem Ja, darum um zu die zeigen, Karte. wo die, genau, um die Karte, damit man mal weiß, also das Weiße ist die Landmasse und dann sind das Berechnungen, die Wahrscheinlichkeit, dort einen Laichplatz zu finden, je dunkler, je wahrscheinlicher. Dann
haben sie kein bestimmtes Nahrungsschema, was sie sehr attraktiv macht für die Angler, weil du denen eigentlich quasi jeden Quatsch vorwerfen kannst. Zum Beispiel, und damit einmal kurz zurück ins Video. Zurück ins Video? Zum Beispiel, warte, ich muss selber mal gucken. Ich habe da nämlich... 3,30? Ja, auf 5,39 bitte mal. Man kann den ein Seil, ja, das geht auch schon, man kann den so eine Art Armband vorwerfen, ein Seidenfadenköder. Die haben ganz, ganz dünne, spitze Zähnchen und das ist mega fies im Prinzip, weil du lässt die da einfach reinbeißen und dann verheddern sich die Zähnchen in diesem Gefussel und du fängst den Fisch und das ist da bedimm. Oh. Das ist irgendwie fies. Ich finde das auch richtig fies. Das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn man so leichte Risse im Nagel hat und dann verheddern sich so die Stofffäden vom Pulli. Ich darf mir sowas mal nicht vorstellen, weil ich zu fantasievoll... So empathisch bist, meinst du? Ja, empathisch und auch... deswegen bin ich froh, dass wir den... IPCC-Bericht vorher hatten, sonst ist das Letzte, was ich heute höre und dann ich Albträume. Ja. Wäre nicht so gut. Ja, da reden sie dann darüber, was es noch für 10.000 möglich gucken. Oh. gut, das... Ja, ich sprung mal ein bisschen weiter. Ja, es wird auch nicht besser. Es geht ja da in diesem Video ums Angeln. Ja, okay. Insofern... Und vielleicht kommt noch mal ein lebender Fisch, der aber hinter irgendwas herjagt und dann bald ein toter Fisch ist. Das ist so schwierig. Schmeckt Hornhecht zu lecker, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nie gegessen. Das sind übrigens Tiere, die diese grünen Gräten haben. Die Aalmutter hat ja auch grüne Gräten. Ah, die haben grüne Gräten, okay. Ja, eine von den beiden Arten, die bei uns heimisch sind und grüne Gräten haben. Ich habe dazu auch ein Paper rausgefunden, aber weil ich kein Chemiker bin, hatte ich keinen Bock, mir das genauer anzugucken. Aber auf Nachfrage kann ich euch das noch schicken. Ich habe André etwa 6 Paper geschickt, insofern. Mhm. Und noch ein paar Links. Wenn wir uns sehr lange damit aufhalten wollen, dann geht das auch. Aber man kann es auch schneller machen. Die fangen auch Insekten, wie ich gesagt habe, und jagen teilweise außerhalb des Wassers. Distribution Range, genau, den kannst du noch einmal, sehe ich da schon? Nee, recht, ja. Damit ihr wisst, wo die unterwegs sind. Also im Prinzip überall bei uns an der Küste, inklusive Mittelmeer. Und die meisten Fische werden in der Ostsee gefangen, aber auch vor Spanien und Portugal. Ah. So. Und um England drumherum, wie bekloppt. Ja, das ist ja nicht das Fanggebiet, sondern das Vorkommengebiet. Ja, okay. So. Also natürlich wird es da auch gefangen, aber vielleicht, weiß ich nicht. Und wenn die Makrelen kommen, dann kommen die auch, ne? Dann kommt der Hornhecht auch. Ich habe auch echt, also Hornhechte sieht man auch echt viel beim Schnorcheln. Auch so im in der Adria, die sieht man echt viel, die hängen immer so an der Wasseroberfläche. Ja, ich habe auch geguckt, ob ich die noch irgendwie in einem Tauchvideo habe von Gran Canaria, weil die da ja auch vorkommen, aber ich habe da keinen Erfolg gehabt beim nochmal nachgucken. Ja, gute Frage, Lauchpau. Also ich habe den noch nicht gegessen. Und Schnabeltransplantate für Hornhechte bietet wahrscheinlich keiner an. Können wir mal überlegen. Mal bei Höhle des Löwen vorstellen. Ja, Höhle der Fischproblematik. Der Zahndoktor für Fische. Die haben übrigens keinen Magen. Das heißt, ihr Verdauungssystem besteht im Prinzip aus Speiseröhre und Innereien und Rektum, also hinterem Darmausgang. Und ist relativ kurz, weil nur bei Fleischfressern ist der Darmkanal kurz und bei Pflanzenfressern ist er relativ lang. Und wie die das Zeug, also die Nährstoffe ohne
Magen aus dem Futter rausfiltern. Da gibt es ein eigenes Paper zu. Da könnte man sich jetzt noch Histologie angucken, weil die da die verschiedenen Gewebearten auseinandergenommen haben. Ich kann dir erklären, Aber warum die Gräten grün sind, aber wir können uns erst so. ja, mach Soll ich? doch. Ja, Mach hau doch. raus. Ja, bitte. Für die grüne Färbung der Hornfischgräten sorgt das Farbpigment Biliverdin, ein grünes Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Weltweit haben nur ganz wenige Fische blaugrüne Gräten. Neben dem im Ostsee, Nordsee und Mittelmeer beheimateten Hornfisch und auch einigen Thunfischarten. Beim Abbau des Blutfarbstoffes während des Erhitzens entsteht zunächst Biliverdin, das dann zu Bilirubin abgebaut wird. Ein Prozess, den Menschen bei einem blauen Fleck beobachten. Also ist im Prinzip derselbe Effekt, den wir bei dem Blaugrün, wenn wir uns gestoßen haben, kennen. Das heißt, das Abbauprodukt von den Blutergüssen unter der Haut ist bei denen quasi das Einlagern der kaputten roten Blutkörperchen in ihre Gräten. Und das ist aber Aber nicht nur. Ja, Jules? habe ich das gerade richtig verstanden, dass das quasi nur durch das Kochen entsteht, die Farbe? Nee. Okay. Aber ich kann euch noch das Paper, weil da hat sich tatsächlich jemand, warte, das ist auch nicht so alt, nämlich von 2013 genau darum nochmal gekümmert. Und die haben auch Wikipedia auseinandergenommen und haben nochmal kurz debattiert. Und die haben auch an den, naja, okay, jetzt wird es kompliziert, Periosteum und Muskelgewebe und dann an dem Knochenansätzen alles auseinandergefummelt und dabei festgestellt, dass nicht nur die Knochen grün sind, anscheinend. Falls jemand sich für das Paper interessiert, bitte Bescheid sagen. Ja, wollte ich dazu noch kurz hinzufügen. Der Fun Fact Faktor in Anführungsstrichen kommt jetzt dadurch, dass die auch zum Beispiel Insekten jagen oder mal aus der von springen über kurze Strecken, gibt es auch Unfälle mit Hornhechten. Es wird in Anglerkreisen und auch beim Schnorcheln dringend davon abgeraten, glitzernde oder leuchtende Dinge mit sich zu tragen, wenn es dunkel wird, weil das so ein Hornhecht attraktiv finden könnte. Okay. Und die können bis zu 65 Kilometer schnell schwimmen slash springen. Das ist Also ja, 65 km/h. ja, das ist in der 30er-Zone also deutlich zu schnell. Die werden Opfer der Blitzer, aber es gibt ja bekanntermaßen keine Blitzer auf offenem Meer. Insofern ziehen die das durch. Und ja, du kannst gerne einen weitermachen, André. Nadelfisch, das ist ein verwandter Fisch. Da habe ich ein medizinisches Paper gefunden, damit man mal sehen kann, wie das aussieht. Ein Trauma durch den Schnabel von so einem verwandten. Impairment. So scheiße, ey. Bitte. Nein. Okay, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gut schlafen könnt. Das ist nur noch der Uiuiui. Schnabel. Ja. In den Hals, Alter. Exactly. Ah, Jupp. What could possibly go wrong? ja, okay, ist nicht. Er hat Glück gehabt. Dieser Ja. Mensch hat überlebt. Das war kein tödlicher Unfall. Oh, der Arme, ey, trotzdem. Uiuiui. Okay, das ist ein. Schöne Aufnahme, oder? Und das wäre mit einer Furzgrundel, um kurz auf die Furzgrundel-Vibes einzugehen, nicht passiert. Ja. Okay, wir müssen vielleicht nicht weiter runterscrollen. Nee, muss man nicht. Der letzte tödliche Unfall war. Nee, noch ein weiter rechts.
war in Thailand bei einer Marineübung. Und da haben die, da ist der, das ist der Täter. Den haben sie dann umgebracht. Das ist, ja, unten Täter, oben Opfer. Das war ein tödlicher Zusammenstoß. Ein Trainingsunfall mit einem Needlefish moving at high speed. Okay. Okay, da steht aber nicht, war der im Wasser? Ist der gesprungen? Stand der auf dem Boot? Da weiß man nicht, ne? Nee, weiß ich gerade nicht. Oh Mann, ey, da muss man auch, glaube ich, echt richtig, richtig krass Pech haben. Ja, das ist natürlich, es ist jetzt kein besonders häufiger Unfall, muss man dazu sagen. Ja. Aber wenn, dann ist er Kacke. Ja, vor Genau. allem ist es auch, oh Gott. Vor allem, stell dir mal vor, wenn du so, wenn dann irgendwie, wenn dann irgendwie dein Bruder so gestorben ist oder so, weißt du, und dann Leute fragen, oh, was denn passiert? Es ist so, ja, ein Fisch ist Wir hatten einen in ihn Fischunfall. reingesprungen und hat ihn aufgeschnitten. Also so, oh Gott. Fischunfall, ja. Oh Ja, Gott. wir hatten Das einen glaubt dir dann erstmal kleinen. keiner. Ist so ein bisschen so, hä, willst du mich verarschen? Ja, nee. Und Ballistik-Dingsbums, André, ich weiß gerade nicht mehr, was es für ein Paper war, was ich dir da gegeben hatte. Ah, das war da, wenn du möchtest, das ist der Physikteil. Ja. Da geht es um die Sichtweise unter Wasser und die Lichtbrechung und wie, warum die springen und welche Vorteile diese Fischart dadurch hat, dass sie außerhalb des Wassers jagt oder auch unterhalb der Wasseroberfläche. Und das sieht man da ganz gut. Aber das würde ich abgeben an den Physiker unter uns. Ich habe Ich es nicht habe genau mal. gelesen. Du, ich auch nicht wirklich. Ich habe es nur gefunden und ich dachte, André, ich du hast weiß, jetzt. ich habe hier genug geliefert. Ich kann nicht alles machen. Nein, weiß ich Okay, nicht. Wir ja, können ist das. okay. Ich lese mir das mal durch und du redest jetzt einfach weiter. Wir machen das on the go zusammen. Ja, wir können mal hier Laufpause. Arbeiteraal. Die Was ein Hein? Nein, das war ein werden Arbeiteraal. nur Kapitalisten werden von Arbeiteraalen durchbohrt. Ich habe Arbeiteraal kurz nebenbei gegoogelt und dabei ist rausgekommen, dass Arbeiteraal auch der umgangssprachliche Begriff ist für die Thüringer Bratwurst. Aber warum der kann man machen, würde ich Ja. nicht machen, aber Horst, die fragt gerade, ob Ärzte so dann fragen, ey, krasse Shit, darf ich mal ein Foto machen von deiner Wunde, damit ich ein Paper schreiben kann? Ja, und Ja, schnell wahrscheinlich. unterschreiben, bevor du stirbst, weißt du? Man muss ja die Erlaubnis so lange haben. Ja, war es ein Hai? Ja, Nein, es war ein ne? Arbeiteraal, gefällt mir auch. Ja. Ja, wer weiß, Muss ja vielleicht brauchst du die nicht. Erlaubnis gar nicht, wenn derjenige nicht erkennbar ist oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht. Naja, selbst wenn du stirbst, bist du dann für ewig verewigt in einem immer wieder aufgerufenen Paper für Leute, die nach Freak Accident so suchen. ja Ja, ist nach echt dumm. Arbeiteraalunfällen. Ich meine, das war Krankheit. so ein bisschen halt wie Steve Irwin, ne, mit dem Wochenunfall. Stachelrochen. Also, Ja. dass der Ja. Rochen seinen Stachel ins Herz rammt, da musst du schon auch Pech haben. Aber ich glaube, eine Woche später ist dann auch jemand gestorben, weil der Rochen auch, der stand auf dem Boot und der Rochen ist aus dem Wasser gesprungen und hat ihn dann so. Das ist ja quasi Angriff. Ja. Das ist ja wie bei der weiße Hai. Fast so, ja. Ja, das war Verrückt. crazy. Das ist so ein bisschen, da hat man so das Gefühl, dass so Gott hat beschlossen, dass du sterben musst, jetzt sofort. Und das war gerade so die einzige Möglichkeit, Ja. das ist so Final Destination-mäßig halt irgendwie. Ja. Ernsthaft? Der springt so ein scheiß Rochen aus dem Wasser und ersticht dich. Ja. Ja, oder halt ein scheiß Arbeiteraal. Ja, irgend so ein Das ist Tier. vollkommen absurd, ey. Da wäre es doch eigentlich noch grandioser, wenn man von irgend so einem Blauwal oder so bedümmt. Das wäre spektakulärer noch. Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde so ein Es ist. Arbeiteraal aufspießen, finde ich schon auch ziemlich spektakulär, weil es so Ja. weird ist. Ja, ist es. Auf jeden Ja, weil es Fall. irgendwie ist noch unerwarteter. Also vom Aal erschlagen ist irgendwie noch.
Ja, man kann da nicht so einen Heldentod sterben, ne? Vom Arbeiteraal erstochen ist nicht so wie, ich habe mich mit einem Stachelrochen angelegt oder so. Oder wo die Familie so eine richtig knackige Geschichte noch erzählen kann. Nee, es ist uncool. Nee, ich meinte so, ja, nee, ich meinte so, was so vom Wal erschlagen irgendwie so, das, also ich meine, das ist auch weird, also ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob das jemals vorgekommen ist, Vom Wal aber erschlagen? also dass ein Wal auf jemanden drauf gelandet ist, Ach weiß ich nicht. so. Ja, weiß ich auch nicht. Aber es ist irgendwie so ein bisschen so, okay, was ist, würde ich hören und sage, okay, ja, Pech gehabt, aber vom Hornhecht aufgespießt, da wäre ich erstmal so, ne. Das glaube ich nicht. Und all das nur, weil der Hornhecht halt so ein Freakfisch ist, der auch außerhalb des Wassers mal nach einem kleinen Insekt oder so jagt. Mit dem Snails Ja, ich glaube, ich kann Eye. es jetzt erklären. Ja, geil. Das Ja, habe ich mal hören geil. wollen. So, da würde ich jetzt einfach mal. Snails Window. Genau, Snails, hier ist ein Beispiel, aber ich finde das kein schönes Beispiel für Snails Window. Das hängt alles mit dem Brechungsindex zusammen. Hier kann man das. Warte mal. Dann muss ich das kurz mal rüberziehen. So. Ich habe mal gerade Snell's Window auf Wikipedia aufgemacht und hier auf diesem Bild kann man das wundervoll sehen. Das ist ein Public Domain Bild. Hier sieht man das Snell's Window. Das, was hier so kreisförmig dargestellt ist. Das hängt einfach nur zusammen mit dem Brechungsindex von Wasser im Verhältnis zu Luft. Das heißt, hier, wenn sich das anguckt, aus dem Wasser raus, wenn man aus dem Wasser rausguckt, wenn man relativ steil auf der Wasseroberfläche guckt, sieht man schon, dass das Licht etwas, weil man ins optisch dünnere Medium reingeht, etwas nach außen gebrochen wird. Und dann gibt es plötzlich einen kritischen Winkel, wo man quasi entlang der Wasseroberfläche guckt. Und danach, wenn der Winkel noch stumpfer wird, gibt es nur noch eine Reflexion an der Wasseroberfläche. Das heißt, du siehst alles zurückreflektiert. Das führt dazu, dass wenn du aus dem Wasser rausguckst, und genau das wurde hier so demonstriert, du hast ein Sichtfeld von 97 Grad, also wie ein nicht ein Zylinder, wie heißt es, ein Kegel. Ein Kegel. Ja, genau. Und den Effekt, den du hast, ist ein Fischauge im Prinzip. Nämlich dieser Rand hier, wo es schwarz wird, wo du quasi nur Reflexion aus dem Meer raus hast, ist der Rand von dem, was du siehst. Aber das hier oben, also alles, was hell ist, ist quasi von Horizont zu Horizont. Das heißt, in diese 97 Grad Blickwinkel ist quasi das rein komprimiert wie in ein Fischauge Linse von dem einen Horizont komplett den Halbkreis über den ganzen Himmel. Und das nennt man Snell's Window. Und damit können Sie quasi, wenn Sie aus dem Wasser rausgucken, haben Sie quasi einen Blick über alles, was am Horizont passiert. Von Relativ Horizont zu klein, ne? Das sieht man in dem Paper dann nämlich. Wenn du in das Paper gehst, da sind unten nochmal die Blickwinkel auf die Tiere. Also wenn du als Fisch unten bist. Das hier meinst du? Und, ja, genau. Was sieht der Fisch? Da sind diese Winkel nochmal eingezeichnet. Und dann sagen sie, wenn das Tier, also wenn du da die Möwe über dir siehst im richtigen Winkel, dann wirkt sie groß und nah. Das heißt, du siehst deinen Feind. Ja. Wenn die aber in einem anderen Winkel, nämlich in B, Ja. anders steht, dann wirkt die weit weg, obwohl sie gar nicht so weit weg ist. Und irgendwo da drunter, aber ich habe mir das Paper halt auch nicht so richtig geil durchgelesen, weil ich nicht mehr wollte und konnte und Zeit und überhaupt, steht da noch drin, warum die jetzt diese Jagdtechnik da nutzen. Aerial attacks by needlefish suggests that in addition to extending their attack range, they may be taking advantage of this effect. Weil sie dann aus dem visuellen Feld rausgehen, das sieht man dann in vier, genau. Ah ja, du musst noch mal bitte weiter runter scrollen.
Da sieht man das Ganze dann animiert, wie die versuchen, kleinere Fische zu jagen und im richtigen Winkel aus dem Wasser rausspringen, sodass die kleineren Fische genau dieses Problem haben, weil die kommen dann ja aus der Luft. Und wenn die im für sich günstigen Winkel die kleinen Fische attackieren, denken die Fische, das Ding ist weit weg und verzerrt, obwohl es eigentlich fast über ihnen steht. Ah, okay, also die nutzen quasi das Herausspringen, weil sie wissen, Ja. dass man zwar aus dem Wasser durch Snell's Window rausgucken kann, aber wenn man sehr, sehr flach über dem Wasser, dann ist man weit weg und verzerrt. Ja, Alles klar. richtig, genau, that's the thing. So haben wir das Geheimnis gelüftet. Mit ein Ja. bisschen Physik. Schön. Ja. Ja, das war, glaube ich, alles. Ich habe noch Parasiten gefunden, die wollt ihr euch aber nicht angucken. Da sind wir wieder ganz nah an der Fischlaus. Das hatten wir schon mal. Ich will sie Die hast du mir auch, sehen. hast du mir nicht Die habe ich ge. dir nicht geschickt. Nee, ich habe dir, warte, soll ich dir Ja, den okay. noch ein, soll ich kann André den noch kurz schicken, warte. Du Ich kannst auch hab's im ja. Chat posten. Ja, aber ich habe nicht Also. den Link, ich habe das Paper. Ich habe mir die Ach Links so. nicht raus. Ich weiß nicht mehr, ob das Open Access war. Räusper. Moment. Die Histologie, nein, das war das. Ah, Biliverdin, nein, 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 nein. Oh, hier, da ist eine Seele. Hier, das schicke ich euch einfach mal. Da ist es nur eins von ganz vielen verschiedenen. Ach so, und dann habe ich noch, ich habe zwei Paper zu so einem Scheiß gefunden. Zu so einem Scheiß. Ja, aber bei dem einen gibt es Bilder, bei dem anderen muss man dann alles einzeln googeln und das willst du ja nicht. Es sei denn, ihr habt jetzt noch mehr Bock auf sowas, aber ich glaube nicht. Warte, es Ja, ich geht raus. warte. Warte, warte, warte. Horn, Hecht, Parasiten. Extra für Julia. Das sind spezifische Hornhechtparasiten. Teilweise. Ja, es gibt spezialisierte und nicht spezialisierte tatsächlich. Und ich habe es dann einfach auch irgendwann gelassen, weil ich die anderen Sachen noch interessanter fand und ich mich ja mit Fischläusen letztens schon auseinandergesetzt hatte. Und dann gibt es noch ein paar Würmer, die da dran und drin hängen. Und ach, das ist ein ganz eigenes Kapitel. So, dann gucken wir mal gerade. Ach, um Gottes Willen. Nee, ich muss hier erst runterladen. Herunterladen. Horst, sie wäre bereit für was Kuscheliges. Ich bin mir nicht sicher, ob wir was Kuscheliges haben, außer einen Dugong, der entlarvt wurde als Haifreund. Ja. So, Hornhechtparasiten. Da haben wir. Ja, das ist ein Pech. Welches Paper denn zuerst? Wenn du beide aufmachst, bei dem einen gibt es Bilder, bei dem anderen gibt es keine Bilder. Ist scheißegal. Bei dem mit Bildern sind die Bilder ganz unten. Und bei dem ohne Bilder kannst du, wenn du. Ah ja, das ist das mit dem Bild. Da. Tada! Hübsch, ne? Ist es nicht schön? Ah, die Not. sitzen da an den An Kiemen. den Kiemen, ja. Weiß nicht, ich glaube, ich will auch was Flauschiges. Und im anderen Paper sind Also keine ich habe Bilder. eben. Ja? Ja, an den Kiemen finde ich sie eklig, aber so in groß finde ich sie irgendwie, schaut es irgendwie auch ein bisschen aus wie so eine kleine Qualle. Ich finde, es sieht auch ein bisschen aus wie Giardien, wenn man sie unter das Elektronenrastermikroskop tut. Das sind diese Wie Katzen. was? Giardien. Die gibt es in der Katzentoilette. Die rufen Krankheiten bei Schwangeren und Kindern hervor. Ganz was Schönes. Ah. Halte dich von Katzenkacke fern. Und im anderen Paper sind keine Bilder. Nee, da sind nur die lateinischen Fachausdrücke, die du dann googeln kannst, um dann eklige Bilder in der Google-Bildersuche zu finden. Ja, okay, passt schon. Ja, das ist ja langweilig. Dann kann ich das ja mal Ja. direkt ausmachen. Ja. Belohne, belohne. Belune, Belune. Ja, es gibt ein paar Unterarten noch, je nachdem, wo die gerade rumschwimmen. Aber genau, das war mein Hornhecht-Beitrag für heute. Danke, sehr Okay, schön, Inga. danke, Inga. Gerne. Jetzt werde ich immer Angst vor Hornhechten haben, wenn ich schnorchle. Ja, du hast ja eben gesagt, du hast sie so oft gesehen schon, ne? Ja, ich habe Du sie geregelt. Sieht man ich mega auch. viel. Ich auch, jetzt weiß, wo ich genauer weiß, was das ist, habe ich die auch schon öfter gesehen, ja. Die hängen immer so an der Oberfläche und die sind gar nicht so einfach zu sehen, weil die sind echt gut getarnt. Und weil die so dünn sind und mit Ja. der Farbe, die fallen echt gar nicht so auf. Also ich meine, es ist jetzt nicht mega schwer, aber sie fallen halt nicht so auf.
Die werden auch Silberpfeil genannt, statt Arbeiteraal. Als Ja, das Silberpfeil finde kann ich man das ganz gut. wertvoll, ja. Ja. Das sieht man auch auf dem Fischleis-Foto ganz gut, dass die unten weiß sind und oben so gräulich-bläulich. Das heißt, die sind super gut in der Wassersäule versteckt, sozusagen. Ja, das ist so ein Standard-Outfit im Meer, ist so dieses Ja. unten weiß. Ja. So. So. Ist der Trend. Der aktuelle. Ja, wahrscheinlich schon seit so Gut. ein paar Millionen Jahren. Ja, das stimmt. Weirdbeat meint, bei 65 km/h und den Sprungfähigkeiten müssen die Parasiten sich aber gut festhalten können. Das ist Rodeo, Parasitenrodeo. Wahrscheinlich werden da Meisterschaften ausgetragen. Ja, und weil das ja Schwarmfische sind, kannst du auch mal Hopping machen, so auf den geilsten, schnellsten Fisch kannst du so als Parasit so richtig angeben, so. Das war ein Ritt. Das war ein Ritt, sag euch. Also wenn das jetzt nicht flauschig ist, dann weiß ich auch nicht, Horsti. Ganz flauschige Gedanken zum Thema Fische. Weirdbeat sagt, dass Stream, du bist du stumm stumm? bist Ja, ich habe mich an eben wegen, weil ich getippt habe, ausgemacht. Ich habe gemutet. versucht, einen Piraten nachzumachen. Arr. Arr. Kann ich nicht mehr. Ich muss einen Schluck trinken. Ich hoffe, jetzt bist du nicht mehr stumm. Das ist immer diese Verzögerung im Chat. Nein, nein, ich bin nicht mehr Ja. stumm. Ich finde übrigens, dass der Stream diese Woche sehr gut läuft bei uns. Also ganz flüssig und ohne Abbrüche bisher. Zumindest habe ich keine mitbekommen. Stimmt, ne? Wir hatten technische Probleme, waren heute Gering. mal ausnahmsweise Ja, es muss gut. auch solche Tage geben. Ich meine, so erinnern wir uns daran, dass es auch mal ohne technische Probleme funktioniert. Ja, ich glaube, wir sind inhaltlich jetzt durch, oder? Ja. Ja. Ich bin Und jetzt auch daddeln, sonst etwas durch, muss ich ganz ehrlich Ja. sagen. Daddeln wir? Ja, noch kurz, damit wir den Weltuntergang so richtig fühlen. Naja, wir sind schon 2 Stunden. Ja, dann halbe Stunde oder was? Nee, ist mir zu lang. Ich bin fertig. Du bist, also okay. Du meinst, wir da denn nicht? Dann machen wir das das nächste Mal. Okay. Überleitung. Das nächste Mal ist nämlich, das nächste Mal daddeln wir dann auch wieder A New Beginning, Final Cut von Daedalic. Schönes Adventure. Das nächste Mal ist der, machen wir an einem Mittwoch, 27. April. In 2 Wochen, Weiß ich. Mittwoch um 20:30 Uhr, genau. Nächster Stream ist an Prime einem Mittwoch, 27. April, 20:30 Uhr, und dann werden wir auch A New Beginning ein bisschen weiterspielen. Heute hatten wir irgendwie. Ich habe ein bisschen länger Zeit gelassen. IPCC-Bericht, der ist ja auch ein bisschen länger, ne? Ja, ist auch ein Auf bisschen jeden länger. Fall. Ja, nicht verschreien. Ach so, nicht verschreien wegen der wegen der technischen Probleme. Genau. Also, nächster Ah, Stream. so, er ist das auch. Stream 27.04. Was? Wir sind parallel zu MinCorrect. Die machen was in Leipzig. Ist ja schlimm. Dann kannst du dich ja mal, Lauchpower, kannst du ja einfach so um 20:30 Uhr die Bühne stürmen und sagen, wir müssen jetzt Magnetophon spielen. Stimmt, ja, die Das wäre auch was. MinCorrect macht Moment. endlich wieder ihre Live-Tour, Live-Show. ne? Ja. Ja. Ja, grüß Sie schön. Wir haben die schon ewig nicht mehr gesehen in echt. Ja. Ja. Ich euch auch Stimmt, aber nicht. ich Das habe mir war, wann gerade war das ein Jahr letzte verschrieben. Mal? Oktober. Ewig her. Ich Tja. kann ja jetzt Ah, ja. null aufhören mit Essen.
Ich habe meine ganzen Erdnussflips sind alle und jetzt bin ich bei Oliven. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt aufhören soll. Ich bin so in so einem leckeren Essen. Muss ich jetzt alleine weiter essen oder was? Ja. Voll Kannst du auch dem scheiße. Dylan was abgeben? Nee, der ist beleidigt, seit er das entlarvt worden ist. Ja, man kann ja nicht beleidigt sein, wenn er entlarvt worden ist. Heute ist nicht sein Tag. Ich müsste ja beleidigt sein, weil er Weil er dich uns was angelogen vorgespielt hat. hat. Ja, er hat Naja, uns angelogen. er kann ja so einen Sinneswandel mitgemacht haben. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall muss er heute schon Biber spielen, deswegen war die Laune sowieso schon im Keller. Ja, genau. Wir waren uns am Verabschieden. Ja, da war was. Weil die ersten sagen schon Danke für einen schönen Stream. Ja. Euch allen, die ihr da wart, danke, dass ihr da wart. Wir haben einen Discord-Server, den will ich euch nicht vorenthalten, Ja, auf steht dem alles wir drin. immer mal wieder Zeug posten. Und wir sind auch dabei, unsere Homepage zu überarbeiten. Die ist demnächst neu. Mittlerweile ist sie HTTPS. Übrigens, tatsächlich. Ja, das heißt, da ist im Hintergrund viel los. Wir bemühen uns, dass wir regelmäßig streamen, aber es war jetzt einfach mal noch viel Wieso Zeug zu regelmäßig? tun. Ja, tun wir ja auch. Ja. Ja, Genau, es in ist jetzt 2 Wochen regelmäßig. wieder. Ja, Genau, in 2 Wochen. ich verheddere mich. Ja, dann hör doch jetzt auf und wir sagen einfach Tschüss, dann kann nichts mehr passieren. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, dann 3, 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr da wart.